Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part Assassin's Creed Odyssey. Ja, wir hängen hier gerade ja in unserem Urlaubsort ab und ja. Ne, das war's. Wir machen Urlaub mit Schätzen. Ist ja auch mal, ne? Kann man ja mal machen. Hui. Ich nehme mal das Messer, ne? Also die Messer. Okay, die sind alle schlechter. Scheint ja ziemlich gut zu sein, ne? Was haben wir hier noch? Ja, dabei was, dabei was. Muss mal wieder ein bisschen reinfinden. Ich habe jetzt so viele Spiele in letzter Zeit wieder gespielt. Na, da muss man ja auch erstmal wieder gucken, ne? Da ist ja auch, ja. Na. Ja, da war was, wie gesagt, ne? Muss man ja auch erstmal wieder gucken. Königlicher Stab und grober Stab. Okay. Okay. Lass mich ran, das sind auch zwei unterschiedliche. Ja. Ach stimmt, der war neu, ne? Ein Attentäter-Speer der ISO, den hatten wir ja auch neu gemacht. Da war was. Ah ja, und das Ding hier, ne? Genau. Okay. Ja, ist in Ordnung, ist in Ordnung. Was habe ich hier? Aha. Ich setze mal diesen Kronenprototyp auf. Ne? Macht zwar nicht viel Unterschied, aber... Ich meine, wenn wir hier dann auch wieder bessere Ausrüstung finden. Irgendwann. Dann ist das Set ja sowieso nicht komplett und ja. Ne. Müssen wir aber erstmal was finden. Okay. Kann auch sein, dass wir damit jetzt die ganze Zeit rumlaufen. Ich meine, eigentlich müsste das ja auch zum Set gehören. Okay. Was wollte ich eigentlich machen? Jetzt muss ich nochmal auf die Karte gucken. Ich glaube... Ich wollte erstmal hier hin, ne? Also, es lacht mich so an. Deswegen, machen wir mal. Einmal die Uhr wieder richtig hinstellen. Damit man auch die Zeit weiß, nö. Ist ja auch wichtig. Oh ja. Bisschen können wir ja mitnehmen, ne? Bisschen Holz. Wenn man schon auf der Urlaubsinsel ist. Bisschen schlendern und Holz einsammeln. Okay. Hallo. Ich hoffe, ihr seid mir nicht sauer. Ich nehme das mal im Gehen mit, ne? So, und da oben ist dann, ja, da oben. Okay, warte. Ah, einmal hier hoch. Nein. Dankeschön. Okay. Oh, ich habe schon gedacht, der fällt runter. So. Einmal bitte synchronisieren. Damit wir auch diesen Abschnitt auf der Karte schön aktualisiert bekommen und schön detailreich, ne? Ja. Und auch deswegen, okay. Ja, Kurve ist ein bisschen dünn besiedelt, aber macht ja nichts. Ich denke mal, das ist in Ordnung, ne? Einen großen Teil der Insel haben wir auch noch gar nicht gesehen. Da hinten geht es ja auch noch weiter. So. Einmal wieder springen. Das habe ich schon vermisst. Ja. Ah ja. Na los. Okay. Na gut, Frau Pferdchen kann man auch mal ein bisschen Angst haben. Wer sieht denn auch schon oft ein gehörntes Wesen, ne?
Achso, das war's schon. Ja, dann. Was habe ich denn jetzt hier wieder noch? Ach, ich habe nicht richtig geguckt, ne? Genau. Hier war wahrscheinlich noch da unten. Ach, mach mal. Oh. Ich habe mal wieder was Neues mitgenommen. Kann man auch machen. Kann man auch machen, ne? Also mal habe ich hier noch was übersehen. Oh. Oh. Ich glaube, wir müssen noch mal nach Atlantis. Hupsi. Ah, das ist mir aber nicht unbedingt peinlich, aber ein bisschen unangenehm, ne? Dass, dass ich das nicht gemacht habe. Ah ja, gehen wir mal zum verschütteten Atlantis und gucken mal, ne? Warum habe ich hier... Ich glaube, das ist ein Bug. Ich glaube, das mit den Ausrufezeichen ist manchmal ein bisschen nicht ganz so korrekt, wie es sein sollte. Entschuldigung, 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 Entschuldigung. Fährt direkt durch. Okay. Cool. Na los. Glatt auf dem richtigen Weg, ha? Huh? Bei einer kleinen Insel vor Korfu. Der versunkene Schlüssel kann nicht weit sein. Ja. Und Haie auch nicht. Ich hab's mir schon gedacht. Die großen Big Player. Das willst du mir jetzt schon wieder zeigen. Mhm. Momentan interessiere ich mich aber eher für die, die Tiere da unten. Dass du mir da alle anzeigst, Vogel. Warte. Der soll besser sein. Sieht aber schon nice aus, der Hai. Also muss man ehrlich sagen, ne? Schon ein schönes Tier. Huch. Hatte ich ja doch tatsächlich mal Glück. Entschuldigung. Ist nicht böse gemeint. Dann ist der andere Kumpel, Buddy. Ich hoffe, der ist nicht sauer. Ich hoffe, der sieht mich auch nicht. Oh. Okay, wir wurden gesehen. Och komm, schlag zu. So wenig Dings sehe ich gerade. So wenig Leben. Ist aber ein bisschen merkwürdig. Kann auch gerade nicht, ich habe ja eben gerade geheilt, also versucht. Es hat aber noch nichts gebracht. Ist irgendwie... Ich muss mal kurz was gucken. Habe ich da irgendwie durch mein Dings... Da steht jetzt aber nicht, dass ich da irgendwie kein Dings mehr habe, also weniger Leben oder so. Das ist echt weird. Also ich gehe mal hier über den, weil den Dings muss ich ja immer haben. Na, was ist das? Eine Kampfklinge. Hatten wir nicht schon mal eine Kampfklinge? Ja. Brauchen können wir es. Ist doch nichts.
Naja, vielleicht weil, ja, keine Ahnung. Ich bin gerade etwas überfragt. Vielleicht haben wir auch weniger Leben, weil sag schon, weil sie außer Dings gekommen, außer Form ist. Das soll irgendwie, ja, keine Ahnung. So in die Richtung gehen. So, oh, du bist aber nicht mehr in Form. Deswegen nehmen wir dir 90% deiner Dings weg, deiner Gesundheit. Hatschi. Falsche Reihenfolge, sorry. Ja. Nein, keine Ahnung. Ist eigentlich dämlich, weil wir sind immer noch, ne? OP, ne? Aber, ja. Ach, das war so, ne? Da unten ist auch noch was. Was war das denn jetzt gerade für ein Fischi? Ich meine, er hat uns nicht angegriffen. Sah nur gerade echt weird aus, ne? Könnte ein kleiner Hai gewesen sein. Es gibt nämlich auch so kleine Haie. Die rammen einen dann. Mal gerne. Gehen gerne mal auf Tuchfühlung, aber... ist leider nicht mehr da, also können wir nicht mehr genau einen Blick drauf werfen. Es sei denn, ich spule zurück. Ich hätte gern noch mal hier, oh, das war einfach nur ein extrem kleiner Fisch, extrem nah an der Kamera dran. Und der sah dann, ja, sehr groß und gefährlich aus, aber war halt nur ein Fisch. Von da sind wir gekommen, ne? I don't know. Vielleicht sehen wir ihn ja nochmal. Okay. Ah, okay, wir kommen aus... ja, gut. Dann jetzt wohl nicht. Ein anderes Mal vielleicht. Es kann nicht weit sein. Ja, ich will mich nur umgucken. Ich guck mich nur um. Was haben wir denn hier unten? Ach komm. Keine Schlange da, ne? Oh, doch. Kommst du her? Ich habe doch gerade extra gedrückt, damit ich hier keine Überraschung bekomme. Oh! Immer dieser Erschrecker. Immer diese kleinen Erschrecker hier. Na gut, wir können auch da hoch. Wenn hier nicht noch eine Schlange wartet. Was ist hier? Ist hier der Ausgang? Kann sein, ne? Wenn nicht, dann gehen wir nochmal zurück. Ah ja, okay, doch. Ich glaube, das ist der Ausgang und da hinten ist nur eine Sackgasse, ne? Gehe ich jetzt mal ganz scharf von aus. Also so. Gut. Jetzt auf okay. Zum Haus des Lehrmeisters, zu Herodotos. Jojo. Wissen Sie, was dieser Schlüssel öffnet? Okay, ich bin immer verwirrt. Ich habe letztens einen Film gesehen, beziehungsweise so eine Doku. Und haben die dauernd gesagt, wie haben die den ausgesprochen? Herodotos? Keine Ahnung. Auf jeden Fall nicht Dotos, sondern Dot irgendwo. Nein. Er heißt, genau, warte mal, ich sollte es vielleicht, genau, Herodots oder irgendwie sowas hatten die den ausgesprochen. Herodotos? Egal. Auf jeden Fall haben sie nicht Herodotos ausgesprochen, sondern Herodots oder irgendwie sowas. Da war ich richtig verwirrt. Über die über die Schreibweise. Es war irgendwie die Aussprache, nicht die Schreibweise, die Aussprache, sorry. War irgendwie, keine Ahnung. Ich bin immer noch verwirrt. Wo kommt ihr denn auf einmal her? Ich
bin hier eben doch auch schon lang gerannt und war nicht. Respawn Entertainment präsentiert, oder wie? Nee, wie gesagt, auf jeden Fall, kann auch sein, Herodots. Dass ihn so. Na, das war auf jeden Fall total verwirrend. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, war das nicht Herodotos? Weil ich meine, die haben definitiv von ihm gesprochen. Na, er ist halt Gelehrter der griechischen Welt und die haben über jemanden geschrieben, also geredet, der halt, ne? Und das passte halt so gut auf ihn. Und der Name ist halt, ne? Es ging um dasselbe Zeitalter, also. Ja. Ne? Das verwirrt mich. Ist jetzt Assassin's Creed falsch oder sind die falsch? Oder hat man den Namen ausgeschmückt? Weil wir die denn ausgesprochen haben, das klang echt ein bisschen weird. Ein bisschen mehr als nur ein bisschen weird. Okay, da hinten muss ich hin. Hier ist aber noch ein Fragezeichen. Ich glaube, das nehmen wir zuerst mit. Waren da hinten nicht noch Kisten? Ja, ja. Ich steig gleich auf. Haben wir die jetzt liegen lassen? War da nicht noch was? Oder habe ich die mitgenommen, weil die hier so waren? Anscheinend habe ich sie mitgenommen. Die waren anscheinend in der Höhle. Okay, cool. Dann machen wir jetzt das Fragezeichen. Und los. Und das ist da. Einmal kurz dran vorbeilaufen. Mal gucken, was es ist. Ne, ist ja schließlich eine. Hier, sag schon. Eine Urlaubsinsel. Was soll schon schief gehen? Vielleicht ein kleiner Hof oder so. Oder eine Piratenbucht. Kleines Lager, kann man ja mal machen. Hoffen wir, dass mich niemand bemerkt. Ja, mal gucken. Vielleicht willst du ja auch bemerkt werden. Kommt immer drauf an. Okay. Was haben wir denn hier? Oh. Wird eigentlich die Missionsziele, aber. Befehlshaber und Schatz plündern. Schatz ist da oben. Ja, das kann man ja auch, ne? Kann man alles schön mitnehmen? Das war ich nicht. Das geht nicht auf mein Konto. Bitte nicht denken, ne? Der andere ist da unten. Ich weiß nicht, soll ich zuerst... Ich glaube, ich sollte zuerst den Typen umbringen, ne? Schleich mich mal hier vorbei. Oh, ja gut. Okay. Da war ja was. Oh. Ja, ich sollte vielleicht nicht, ja. Okay, ich sollte vielleicht doch nicht, Deswegen haben sie mir auch so viel Energie geklaut, also so viel Leben geklaut, glaube ich. Es sah das Ding wirklich allerdings. Ich muss mal gucken, ich habe da nicht so drauf aufgepasst. Ne? Wie das vorher ausgesehen hat. Ärgerlich, 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 weil wir sind ja eigentlich gar nicht so schwach. So, mit so wenig Leben, hatten wir noch nicht mal zu Anfang des Spiels, ne? Aber irgendwie... Mal gucken. So, wie sieht's jetzt aus? Ne, immer noch, ne? Ich mache erstmal, glaube ich, mit der Dings weiter. Mit der Hauptstory.
Aus dem einfachen Grund, wenn wir dann da unser Dings wiederbekommen und wieder so OP werden, dann gehen wir zurück. Damit das bisschen. Das ist zu mickrig. Zwei Schläge und du bist tot. Ne, das ist. Nee. Wie gesagt, ich fühle mich noch schwächer als zu Anfang des Spiels. Ne, und das ist irgendwie, ja. Nee, nee, muss nicht sein. Und ich hatte irgendwie. Ich habe irgendwie das Gefühl, zu Anfang waren wir sogar noch stärker. Also ich fühle mich sogar noch schwächer als zu Anfang des Spiels. Ganz weird. Wahrscheinlich, wenn man es gewohnt ist und wenn man das dann wieder weggenommen bekommt, dann fühlt man sich so weak. Ich meine, ich kann das Konzept dahinter verstehen. Ist trotzdem scheiße. Ich denke mal, das ist halt wirklich, weil sie die ganze Zeit gesoffen hat und ne, dass sie dann sagen, hier, ne, ist halt nicht mehr so stark und healthy wie halt ja. Wie halt noch vor dem Urlaub. Ne, aber ich bitte euch, das? Ernsthaft? Muss doch nicht sein, oder? Das bisschen Wein. Ich meine, sie war ja noch nicht 2 Jahre und kein halbes Jahr, ne? Mit Natakas verbracht haben und sie schwanger gewesen ist. Selbst da hatte sie noch... Okay, sie hatte keine Waffen. Und das hat sie auch ein bisschen geschwächt. Aber, das war ja halt trotzdem nicht schwächer, ne? Sie hat halt nur keine Waffen gehabt. Ne? Da war sie 2 Jahre irgendwie... Ja. Auf Urlaub in gewisser Hinsicht. Ne? Also was das Söldnerleben angeht. Das andere, ne? Da will ich nicht sagen, dass das Urlaub ist, aber... So, ne? Von dem Standpunkt aus, vom Kämpfen und so. Naja, wir gehen mal, ne? Besuchen wir mal Herodotos. So. Ich glaube, Herodots haben sie ihn genannt. Das klingt immer noch komisch. Die Betonung ist halt dann auch komplett anders, ne? Also wenn du Herodotos sagst, ne? Also irgendwie, ja. Und dann dieser Switch im Gehirn, da kriege ich irgendwie eine Schleife in die Zunge. Knoten. Malaka. Was ist hier passiert? Wo sind sie? Vielleicht finde ich etwas Nützliches. Sie wurden aus der Stadt heraus Richtung Norden gebracht. Haben wir noch was? Hier. Kein Wunder, dass die Sandale kaputt gegangen ist. Sehr schlecht gefertigt. Muss aus einer armen Gegend auf Korfu stammen. Okay. Gucken wir mal hier rein. Rührt sich nicht. Warte. Kann ich hier durchschießen? Nee, ne? Nein! Oh, spring doch nicht runter! Ich wollte nicht runterspringen. Ich wollte hier oben auf der Brüstung gucken, ob ich da reinschießen kann. Oh. Oder so. Also gut. Ja, ja. Nase juckt. Haben auch einen ganz komischen. Ein rostiges Ding. Schwert. Bau. So etwas benutzen nur Piraten. Sie müssen sie hier angegriffen haben. Ja. Okay. Aber. Irgendwas muss hier noch sein. Ja, ja, das ist nur, dass wir das schieben können. Ah, okay, da. Ich hab's gefunden. Komm. Entschuldigung, ich will nicht stören. Wie komme ich denn da ran? Von oben?
Kann doch sein, dass die sich hier verstecken, ne? Ah, hier. Oh. So ein minderwertiges Seil stammt nicht von Soldaten. So etwas benutzen nur Seeleute. Minderwertig. Habt ihr gehört? Die hat ihren Barnabas auch gleichzeitig mitbeleidigt, ne? Seeleute benutzen minderwertige Sachen. Ich darf mich hier nicht erwischen lassen. Herodotus, wurden nördliche Teil der Stadt verschleppt. Die Piraten verstecken sich im Armviertel Korfu. Sie haben leichten Zugang zu einem Boot. Hier. Ne, Norden. Ich flieg mal hin. Ich meine, ne, leichter Zugang zum Boot, Armviertel. Da oben. Gefunden. Found it. Ja. Dann let's go. Und ich dachte, das wird ein schöner Urlaub. Tja, mal wieder nicht, ne? Nicht so viel Glück gehabt. Na, will man sich ja mal einmal im Leben ein bisschen Ruhe gönnen, ein bisschen Urlaub, ein bisschen Entspannung. Und dann das. Man soll Schätze suchen, dann werden die Freunde entführt. Ach, Mensch. Hier muss es sein. Ich sehe mich im Lagerhaus um. Ja. Okay. Hat keiner mitbekommen, ne? Tut mir auch leid. Ne? Ich hatte keine Wahl. Wir dürfen hier echt nicht erwischt werden. Wir sind momentan so schwach, dass uns das echt übel aufstößt, wenn wir, ne? Ich will echt gern wieder mein volles Leben haben. Komm ich hier nicht so... Okay. Okay, so komme ich hier nicht rein. Jetzt muss ich nur gucken. Warte. Ja, der ist es, ne? Einmal verstecken, bitte. Bis auf der Hund läuft hier gerade nichts rum, ne? Bin ich wenigstens froh, dass wir das alles noch können. Ja. Sag mal, ob du mit der Waffe umgehen kannst. Nö. Oh.
Oh, okay. Meine Versteckenskills sind anscheinend übermäßig gut. Ich brauche mich nur so auf so ein Regal stellen. Oh, warte. Ah, muss schon ein kleines Regal sein. Ne, dann werde ich nicht entdeckt. Kommt er gleich wieder hier hoch? Da hinten wollte ich eigentlich hin. Wie sind die da hingekommen? Hä? Hä? Ich bin verwirrt. Keine Ahnung. Oh, auf den zweiten Blick. Zeig mal her. Wir haben ja momentan den Reflexbogen der Vorboten. Und das ist auf den zweiten Blick. Auf den zweiten Blick sieht der ganz gut aus. Nö, ich meine, auf den ersten Blick, aber auf den zweiten Blick auch. Okay. Nee, das war's, ne? Cool. Ich bestehe die mal. Ich hoffe, ich bin hier richtig. Okay. Verflucht, sie sind nicht hier. Aber hier ist ziemlich viel Marmor. Vielleicht schmuggeln die Piraten ihn aus dem Steinbruch. Dort könnte ich es versuchen. Okay. Ich habe mich gerade voll erschreckt. Komm ich hier raus? Ja. Okay. Wenigstens etwas. Ich bin am Rechnen. So, wo sollen sie denn sein? Steinbruch? Ach, da hinten. Okay. Ich will mal weg, ne? Ich lass die mal da ihr Ding machen. Na komm, pfeif doch mal. Ich meine zwar nicht gerade unauffällig, aber... Naja. Ich will doch nur wieder volles Leben haben. Gib mir mein volles Leben zurück. Wir müssen auch schon mittlerweile wieder richtig tough unterwegs sein. Ich meine, wir haben doch bestimmt schon wieder alles aufgeholt. Meine Güte. Spiel. Was für ein Fluch lastet auf mir. Und wenn ich eh schon, wenn es nicht an der Mütze liegt, kann ich auch die bessere Mütze aufziehen. So. Ne? Ich meine... Liegt ja anscheinend nicht daran. Okay. Ich will ein bisschen schon mal hier auskundschaften. Mhm. Was macht der Hund da oben? Aha. Ich nehme mal die Tafel mit, ne? Der Steinbruch. Ja. Hoffentlich sind sie hier. Gehe ich mal von aus, ne?
Dreh dich nicht um. Ich bin nur da. Ich will das mitnehmen. Heureka. Okay. Was soll ich denn alles hier machen? Die antike Tafel, die haben wir jetzt. Gefangenenbefreiung, ja, das war irgendwie klar. Schatz plündern. Haben wir denn schon alles gefunden? Also einen Schatz weiß ich definitiv, sehe ich gerade. Zweiten Schatz sehe ich auch. Befehlshaber haben wir auch. Was haben wir da noch? Die Gefangenen, ne? Okay. Wo ist der Befehlshaber? Habe ich den denn schon? Ah, da oben. Kann ich hier hoch? Ja, kann ich. So. Ich gehe da mal außen rum. Die mögen das nicht so, wenn ich da durchs Lager schleiche. Aber wenn ich hier so außen lang gehe, dann sagen sie, ey, geh mal ein bisschen weiter weg. Ist aber halt noch nicht so wild. Nee. Okay. Oh fuck. Ich nehme doch trotzdem nur dich mit. Ja. Ja, okay. Nein. Bitte schneller laufen, Cassandra. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man nur weit genug läuft. Vielleicht sogar ins Wasser. Finden die einen nicht. Ja? Okay. Ich glaube, ich bin weit genug weg. Sag mal, steht das da irgendwo vielleicht sogar? Ich habe es einfach nur nicht gesehen. Keine Ahnung. Mal guck mal, ne? Momentan ja eher nicht. Würde ich mal behaupten. Warte mal, da unten hatten wir auch so ein Obsidian-Schwert. Das mache ich mal weg, ne? Brauchen wir ja dann nicht mehr. So, was haben wir noch gefunden? Ah ja, hier. Die Breitaxt sieht fast so aus wie die hier. Ah, ja gut. Nicht nur fast. Und das war's, ne? Gut, haben wir wieder ein paar Sachen, die wir verwenden können. Ich schleiche mich mal ein bisschen hier lang, ne? Dann brauchen wir da nicht hinten warten. Wir können ja schon mal wieder ein bisschen von der anderen Seite, ne? Ohne, dass sie uns gleich wieder entdecken. Müssen ja da vorne noch den Schatz mitnehmen. Ne? Und die Gefangenen befreien. Ja, ja. Komm mal her. Kumpel. Hm? Ja, ich weiß. Ach, weißt du was?
komm mal her. Ja. Sind nicht unsere Freunde, ne? Was? Oh. Nein, nein, nein. Fuck. Ach komm. Oh, das ist ja komplett nervig. Das ist ja echt widerlich. Ich konnte ja nicht mal was machen. Ich konnte ja noch nicht mal. Ich bin zum Übrigens, ich habe die Ausweichentaste gedrückt. Ich habe diverse andere Tasten gedrückt. Ja, der hat einfach da rumgestanden. Was soll das denn? Ich lasse mich lieber nicht sehen. Och, wirklich? Was haben wir denn nicht gemacht? Ich glaube nur die Gefangenenbefreiung und Dings, ne? Und den Schatz, ne? Dann holen wir uns das doch. Du siehst mich nicht. Ist da irgendjemand? Ich bin gefangen. Ja, ich weiß. Kannst du mal bitte die Klappe halten? Ja, ja. Einfach mal die Klappe halten. Diese Leiche. Nein. Das darf nicht sein. Ist das Herodotos? Daran habe ich noch gar nicht gedacht. Warte. Ich lese gleich vor. Ihr könnt ja schon mal. Ich komme wieder. Das ist der Lehrmeister, ne? Göttern sei Dank, war es nicht Herodotos. Wenn du deinen Freund nicht erkennst. Nach all der Zeit habe ich endlich. Nach all der Zeit habe ich endlich Gegner, die mich genau dann angreifen wollen und erkennen, wenn ich gerade vorlese. Nach all der Zeit habe ich endlich den Schatz gefunden. Und das nur dank deiner Freunde. Doch der Schatz ist nichts ohne den Schlüssel, der ihn freigeben kann. Ich habe den Geschichtenerzähler und ich verschont. Bringe ihn zum Berg in der Nähe der überwucherten Ruinen. Sonst wird die nächste Leiche, die du findest, seine sein, der Schiffsführer. Okay, die Nachricht ist an uns gerichtet. Definitiv. Und er sagt hier, du, ne, ich habe deinen Freund, deinen Frendo. Ne, bring mir mal bitte den Schlüssel. Ansonsten ist nicht nur der Lehrmeister tot. Okay, cool. Also nicht cool, ich kann den Typ nicht leiden. Ich mag unseren Freund da viel zu gern. Also Herodotos, also bin ich absolut begeistert immer. Also ich mag ihn sehr. Deswegen, Entschuldigung. Ja, ja, tut mir leid. Deswegen bin ich auch sauer. Wenn man mir droht, ihn mir wegzunehmen, also ihn zu töten, das finde ich überhaupt nicht toll. Ich meine, ist es unwahrscheinlich. Das, obwohl, nee. Ich sag's nicht, Natakas ist auch gestorben. Und Natakas war ein bisschen wichtiger für Cassandra, würde ich mal behaupten. Ich meine, das Kind ist so unwichtig, dass ich es nach hinten verschiebe, aber. Nein, es liegt nicht an der Wichtigkeit, sondern. Ich finde das einen grünen Abschluss, aber trotzdem, ne? Man sollte ja meinen, ich sollte zuerst nach ihrem Kind da suchen. Ella. Okay, warte. Okay. Ja, ja. Ruhm. Aha. Ich kletter mal. Ich wollte eigentlich nur hier hoch, damit wir hier von hier oben, ne? Eine bessere Übersicht haben. Über den ganzen Scheiß. Ich muss vielleicht sowieso nochmal wegen der Zeit gucken. Ich glaube, ich bin schon ein bisschen drüber. Ich gucke erstmal wegen der Zeit, ja? Zeit sagt, ist in Ordnung. Ich kann den Part beenden. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn wir dann Herodotos befreien. Bis dann.